Präsentiert von kurzurlaub.de, Deutschlands Nummer 1 für Kurzreisen. So, Smalltalk-Zeit. Heute mal einen Spezialgast, unseren Cheftrainer Martin Piekenhagen. Ja, hallo Pieke. Grüß dich, Jasi. Ich dachte, ich bin auch mal dran irgendwann. Genau, finde ich sehr gut. Ja, Landespokal, Halbfinale, FC Mecklenburg, FC Hansa Rostock 0-2. Geiles Wetter, 5000 Leute im Stadion, Abrichtsgrund. Vielleicht noch einen kleinen Nachbericht aus deiner Sicht. Vom Spiel her war das eigentlich vom Ablauf her so, wie wir uns das zurechtgelegt hatten. Wir wollen so lange wie möglich das Ergebnis eng halten. Ja, dafür brauchst du gegen so einen Gegner, der drei Klassen höher spielt wie du, halt eine Portion Glück. Definitiv. Ja, du brauchst einen richtig guten Torwart, der dich auf Abstand hält. Ja, dass du nicht vier, fünf Stück kriegst, ne, und du brauchst eine Taktik, die auch genau das verspricht, dass du halt nicht so viele Tore fängst. Ne? All das hat eigentlich gut geklappt. Das einzige Manko, was man uns vorwerfen kann, ist, dass wir halt nach vorne zu wenig Durchschlagskraft hatten. Wir haben uns in den 90 Minuten, wir haben bis zum 16er lang gespielt, gerade die letzten 20 Minuten. Aber so die letzten Aktionen, die waren halt nicht stark genug, die waren viel oftmals von Unsicherheit geprägt. Und es war schade, dass wir nicht noch ein Tor gemacht haben, so in der letzten Viertelstunde, weil ich glaube dann, hat man gemerkt, wir haben versucht, wirklich alles zu geben. Die Jungs haben sich reingehauen. An so einem Tag ist es halt auch oft so, dass einer vielleicht nicht 100% abrufen kann, aus welchen Gründen auch immer. Aber nichtsdestotrotz haben sie alles reingeworfen, was sie haben. Und gebührt mein absoluter Respekt für die Leistung. 2-0 gegen Drittligisten, der momentan in einem Flow sich befindet, zu verlieren, ist keine Schande. Genau, Hansa hat ja zuvor 2-2 gegen Dresden, in Dresden gespielt und ja, die hatten schon so ein bisschen Selbstbewusstsein, sag ich mal. Aber ich weiß nicht, wie ist es bei uns gewesen? Vielleicht das Spiel oder der Gegner vielleicht ein zu großer Name gewesen, dass man vielleicht noch ein bisschen ich sag mal, Schick in der Büchse hatte? Oder? Ja, von außen kam mir also ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, der ein oder andere hatte wohl den Eindruck. Aber manchmal ist es eine Verkrampfung. Ne? Das ist ja für die Jungs ein ganz besonderer Moment, ein ganz besonderes Spiel auf 5000 Zuschauer, wie du sagst. Und da läuft das halt nicht so. Ne? Da fehlt ein Stück weit die Erfahrung, vor so einer Menge Menschen zu spielen. Und dann verkrampft sich halt das ein oder andere. Und da läuft das nicht so. Dann werden einfache Sachen wie eine Ballannahme, Ballmitnahme, einfache Pässe, die klappen dann halt nicht. Mhm. Ja, aber auch deswegen darf man nicht böse sein. Ich finde, die Jungs haben hier mit dem Pokalhalbfinale eine Riesensache erreicht. Haben wirklich Überzeugungsarbeit geleistet für den FC Mecklenburg-Schwerin. Und das sollte man bei all der Hoffnung, die man vielleicht hatte im Vorfeld, dass man vielleicht wieder mal eine Überraschung schafft, nicht vergessen und sollte einfach der Mannschaft, die auch mit eingeschlossen dieses Spiel eigentlich einen großartigen Pokalwettbewerb gespielt hat, bis dahin sollte man dabei nicht vergessen. Mhm. Ja, dann hast du ja auf der Pressekonferenz vielleicht ein bisschen, schwierig zu sagen, vielleicht ein bisschen die Zuschauer zu sehr kritisiert. 5000 Leute waren da, ich sag mal vielleicht 1500 Hansa-Fans auf der gegenüberliegenden Tribüne. Also wir hatten, also ich weiß, unsere erste Saison im Namensstadion Abrichtsgrund, die wir da gespielt haben, vor 100 Zuschauern noch, da war das halt auch immer schwierig gewesen, die Zuschauer auf dem Spielfeld zu bekommen. Definitiv. Also ne? Das, an erster Stelle muss ich mich, glaube ich, mal für die überzogenen Worte, die ich da gewählt habe, auch aus der Enttäuschung des Ergebnisses heraus, dass man bei den Leuten entschuldigen. Ja, das ist, glaube ich, an der Stelle ein bisschen beschissen drüber gekommen. Es war einfach anders gemeint, es ist einfach so. Ich habe schon ein paar Pokalspiele gespielt, auch bei anderen Mannschaften. Und da war es eigentlich, ich war oft der Underdog. Und das ist einfach so, wenn du ein Publikum im Rücken hast, was dich unterstützt und wo du merkst, die sind da, ja, dass das halt noch ein paar Prozent freikitzeln kann bei dem einen oder anderen Spieler. Wenn im Publikum ganz ruhig ist, dann bewirkt es oft so negativ. Das soll keine Entschuldigung sein oder irgendwie was. Es geht mir einfach nur darum, dass meine Erwartungshaltung eine andere war. Ich hatte erwartet, boah, ich habe mich gefreut, 5000 Zuschauer. Erstmal vielen Dank an jeden, der da war, an die Jungs und Mädels, die das organisiert haben. Das hat wohl alles auch richtig gut geklappt. Und vom Ablauf her ist das ja auch nicht so einfach, logistisch das alles hinzuhauen.
Und ich glaube, da kann man wirklich mit zufrieden sein, dass der FC Mecklenburg so ein Event organisieren konnte, mit so einer hohen Zuschauerzahl. Also wie gesagt, nochmal ein Dank an alle unsere Sponsoren, die das möglich gemacht haben. Aber wie gesagt, meine Erwartungshaltung war halt so, boah, Underdog im Pokal, Halbfinale gegen Hansa Rostock, eine Riesenmannschaft kommt, ja, dann werden die Zuschauer auch mithelfen. Ja. Ja, eben diese 100%, die vielleicht auszugleichen, die wieder oder der ein oder andere Spieler vielleicht nicht abrufen kann, da dieses Prozent oder die 2 oder 5 noch oben drauf zu putzen, um das auszugleichen. Ne? Das habe ich erwartet. Im Nachhinein sind mir durch ein paar Gespräche auch ist mir klar geworden, dass das dass die Erwartungshaltung vielleicht falsch war von mir. Ja, dass es halt in Schwerin Zeit braucht, ja, bis sich da was entwickelt. Wir sind ein junger Verein. Und da gleich zu erwarten, dass so ein riesiger Hype kommt, bloß weil man in Anführungsstrichen Pokal-Halbfinale erreicht hat, war vielleicht von meiner Seite aus einfach zu hoch gegriffen. Ja, wie gesagt, die Worte waren in dem Moment aus der Emotion heraus, ich bin ein emotionaler Mensch und da passiert sowas halt auch. Ja, also das ist das an der Stelle nochmal, um das nochmal klar zu rücken. Es war jetzt nicht explizit eine Kritik, eine persönliche Kritik, es war einfach nur, ich hatte was anderes erwartet. Und wenn das nicht eintrifft, dann tut es mir halt auch leid für die Jungs. Ich hatte erwartet, dass wirklich das in den letzten 20 Minuten auch mal ein Feuerwerk von der Tribüne kommt und so wie. Das war ich halt auch gewöhnt, das hatte ich erwartet. Und ich hatte auch erwartet, dass so nach dem Spiel nochmal die Jungs so aus dem Pokalwettbewerb so mit einem Applaus so entlassen werden. Ne? Und das drückt alles so ein bisschen und daher meine Enttäuschung, um das mal zu erklären. Ne? Aber wiederum ist es auch klar, wir sind ein junger Verein, das braucht Zeit und das darf ich einfach auch nicht erwarten. Und deshalb ganz klar meine Entschuldigung für die Worte, die waren einfach übertrieben auch in dem Moment. Aber am Ende des Tages ist das halt so, ich kann es nicht mehr revidieren. Und ich lerne auch daraus, Menschen machen Fehler und es geht halt weiter. Ja, das ist halt so. Ja, Pfiege, das ist wunderbar. Also mich persönlich freut es auch sehr, muss ich sagen. Und ich denke, den Zuschauern, unseren Zuschauern, unseren Fans, ich glaube mal, die Message ist angekommen. Ne? Ja, das hoffe ich. Weil wir müssen ja weitermachen. Genau. Ja, also im Umfall müssen wir mit dem Thema, es gab ein bisschen Unruhe, deswegen mit dem Thema Schluss machen und jetzt geht es weiter für uns. Das ist ein Ökermünde-Spiel, es wird wieder ein wichtiges Spiel, wir haben ja nur wichtige Spiele. Und von daher, die Jungs müssen einfach frei werden im Kopf jetzt, das Pokalspiel ist heute abgehakt und jetzt geht es halt nach vorne. Genau, du sagtest schon, FSV Ökermünde am Sonntag um 14 Uhr hier im Sportpark Lankow. Wie schätzt du den Gegner ein? Was ist drin für den FCM? Ja, das ist wieder ein Gegner, der schon eigentlich ist es die ganze Saison schon, die ganze Rückserie immer schon unheimlich schwierig, das ist wirklich klar zu sagen. Ne? Du bist immer, jeder denkt immer, FCM, boah, Favorit, wir wollen wir alles ab. Ja. Aber eines Tages sind es auch nur Menschen, die da auf dem Spielfeld stehen. Und die tun sich schwer, das haben die ersten Spiele gezeigt. Einschließlich Pasto und wir müssen einfach wieder in diesen Lauf zurückkommen, diesen Rhythmus finden. Ja, wir arbeiten da dran, jeden Tag in der Woche, wo wir hier sind. Und die Jungs reißen sich hier wirklich den Arsch auf, das möchte ich auch nochmal sagen. Die engagieren sich hier wirklich, egal wer auf dem Platz steht, im Training, wer am Wochenende spielt. Wir versuchen hier wirklich alles zu geben, um am Wochenende eine stabile Leistung abzurufen. Aber es ist halt Fußball. Manchmal gelingt es halt nicht so. Da greift halt das eine Rädchen nicht ins andere. Und dann wirst du halt bestraft, ja, wie in den ersten drei Spielen bei uns im Rückserienspiel zu weit. Nur unentschieden, sage ich mal. Aber wir versuchen so lange wie möglich am Kreisverband dran zu bleiben. Ganz einfach. Ne? Also wir geben Woche für Woche Gas und wir hoffen, dass es am Ende reicht. Und wenn es am Ende nicht reicht, dann ist es halt so. Dann kann man daran auch nichts ändern. Ja, aber am Ende des Tages sind wir im Amateurfußball und die Jungs haben Spaß am Wochenende und in der Woche. Ja, die werden dafür nicht bezahlt, ja, wie die Profis, sondern die machen das Spaß und Erfolg und auch von ihrer Freizeit hier. Und das sollte man bei allen Geschichten nicht vergessen. Ja, alles klar, Pfiege. Denn danke ich dir für deine Worte. Ja. Dann sehen wir uns am Sonntag um 14 Uhr hier im Sportpark Lankow wieder. Mit hoffentlich wieder sehr toller Unterstützung unserer Fans. Und dann gehen wir die nächsten drei Punkte an. So machen wir das, Kassi. Alles klar. Danke. Ja.